Hallo und willkommen zurück zu Bioshock Infinite oder Infinite oder Infinitesimal oder hast du nicht gesehen? Kriegst du es auf? Ein einfaches Kombinationsschloss. Angeblich bewahren die meisten Narren die Kombination ganz in der Nähe auf. Hoffentlich geraten wir an so einen Narren. Oh, warte mal. Oder wir drücken einfach mal drauf. Nee. Das könnte es sein. Was? Ich kann sie aber nicht anvisieren. Hallo? Wieso warst du so scharf darauf, Schlösser und Codes zu knacken? Wenn man jemanden einsperrt, entwickelt er ein Interesse an solchen Dingen. Vermutlich. Und ich lass mich nicht mehr einsperren, wo... Hello. Ich konnte mir den Code nicht merken. Elizabeth. Elizabeth, du... Versprich es. Ich werde ihn stoppen. Nein. Dieses Versprechen kannst du nicht halten. Aber bitte, wenn es so kommt, lass nicht zu, dass er mich zurückbringt. Dazu kommt es nicht. Okay. Bereich verlassen. Den Vogel müssen wir bestimmt ins Auge schießen. Vielleicht dachte das Mädchen, dass nach Fitzroys Tod alles dann in... Wieso ist sie größer als ich? Oh. Sieh mal. Die Vox nehmen hier alles auseinander. Well. Ich wollte aber da unten noch hin, Gott verdammt! So. Damit wir uns hier auch noch umgucken können, meine ich. Okay, hier war nichts Sinnvolles. Wir haben ihn verloren. So kommt dieser! Los! Geht klar! Hol ihn nur! Wow! Ja!
gemacht haben. Raketen, da drüben! Den da, los! Really? Hast du mir schon zugeworfen? What? Alter Schwede. Haben wir jetzt hier nicht mal Ruhe? Öffne ihn. Bitte sehr. So sehen wir also aus. Aha. Hier. Was wollen Sie mit dem Ding hier? Einen Marienkäfer? Ist hier irgendwas? Nee. Nee, da gehen wir noch nicht hin. Da gehen wir noch nicht hin. Da gucken wir uns lieber erstmal das andere Schloss da hinten noch an. Kannst du das knacken? Echt? Dieses? Vorhin in dem Laden, was du da von mir verlangt hast. Reden wir nicht drüber. Nein, was hat das Ding dir angetan? Wenn es mich zurückbringt. Das ist der Tod, Mr. DeWitt. Oder etwas so ähnliches, dass es keinen Unterschied macht. Das ist alles? Keine große Herausforderung. Bitte. Life is life. Genau das, was wir jetzt brauchen. No. Come on. Die Uhr, Alter! Niemand! Springt euch doch frei!
Hätten wir die retten können? Alle Mann, gib nach! Halt den Turm! Wieso ist... Das nennen Sie eine Knarre. Das ist keine Knarre. Ist ja merkwürdig. Elizabeth? Oh, das wird nicht lange dauern. Geschafft. Oh, zwei müssen wir noch. Dann gibt's einen Chief. Ich hab Geld gefunden. Cool. What? Du warst gerade hinter mir und jetzt bist du vor mir. Oh. Hier drüben. Was? Was? Was ist hier? Wenn du Gegner schnell. Naja. Irgendwas hat sie doch gesehen. Das Labor der Lutesses. Alles verlassen. Schauen wir uns das mal an. Hätten wir da vorher reingehen können? Also, wo wir angefangen haben, das Spiel? Nicht gut hier aus. Kommen Sie wieder, wenn Sie über Barschaft verfügen, mein Freund. Auf jeden Fall interessant. Weißt du, ich denke ständig an diesen Traum von dir. New York in Flammen. Irgendwas ist damit. Naja, ich könnte mir vorstellen, dass... Machst du das auf? Na klar. Dass der Com-Dings da die Welt angreifen wollte, oder in diesem Fall New York. Und denn seine Allmachtsfantasien ausweiten wollte, eventuell.
Wir werden noch mal kurz zurück in die andere Richtung, bevor wir beim Park weitergehen. Hier war, glaube ich, nämlich noch was auf die andere Seite, ne? Ja, ist auch überhaupt nicht gefährlich, hier lang zu gehen. Oder ein... Wie soll sich die Stadt je davon erholen? Am besten gar nicht. Oh, hier ist nichts, okay. Ich hätte gedacht, hier wäre noch mehr. Oh! Lieber Bruder, diese Löcher in der Luft zahlen sich weiter aus. Ich weiß nicht, von welchem Musiker du dir die Noten borgst. Aber wenn er nur halb so genial ist wie der Biologe, den ich jetzt beobachte, tja, dann wirst du der Mozart von Columbia. Also haben die im Endeffekt die Fähigkeit gehabt, genauso wie die Liz. Oh yeah, Lockpicks, sehr schön. Gut, dass wir da noch hochgegangen sind. Das war auf jeden Fall interessant. Also wieder so ein Hinweis, dass die hier diese Risse benutzen können. War ich, glaube ich, auch nicht drin in dem Teil. In die Krypta. In der Krypta. Diese Silberigels können an Wert verlieren, aber Gold ist wertbeständig. Grabschänder. Jesus Christ. No shame. No shame. Ein Kommentar hier? Ja! Aber klar. Wieso schreist du so? Jesus. Hm?
Oh, wie kommen wir hier rein? Nee, warte mal. Nee. Schon dabei. Oh. Das fühlt sich fast so an, als sollten die noch gar nicht hier sein. Waren Gegner, die wir erschießen konnten, also. Strange. Huh. Very strange. Very strange indeed. Waren wir schon drin? Ja. Ja. Da, diese Banner. Scheint, die Vox haben ihre Lieblingsfarbe gewählt. Ja, sehr passend. Well. Warum? Ich frag mich gerade, warum ist das Wetter hier so scheiße, weil hier die Welt, naja, quasi die Welt ein bisschen aus den Fugen geraten ist. Oh, falscher Knopf. Das kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Was ist schon ein Leben? Verglichen mit dem Glauben. Ah!
Lisa. Oh. Immer bald genug, Gottverdammt. Geht mir ein bisschen auf den Sack, dass wir hier immer zwischen zig Fronten stecken. Ordnung hier. What's the point? Elektrizität, Blitze und Funken in Flaschen. Zeus sieht es voll nein. Haben wir den? Nö. Der Fug? So. Hier, für die Kasse. Danke. Das öffnen? Mal schauen. Erledigt. So, haben wir den Erfolg auch. Er hatte sich wohl in seiner Hütte verschanzt. Ich verstehe diese ganzen Upgrades nicht jetzt. Wir sind doch schon relativ weit fortgeschritten, oder nicht? Hier wollen wir auch am Anfang. Ich erinnere mich. Ich habe Geld gefunden. Bedarf? Immer. Ja, ja.
Mehr vom Besten. Schleicht einer rum. Wer gegen uns ist, der ist ein Schwein. Seine politischen Gegner los. Er predigt Gnade, aber 40 Menschen liegen heute tot in anonymen Gräbern. Wenn es einen Menschen gibt, der der Gnade unwürdig ist, dann ist es mein Mann. Doch als ich jenseits aller Vergebung stand, bot er sie mir trotzdem an. Wie kann ich jemanden die Vergebung verweigern, der sie mir so liebevoll gewährte? Well, das ist eine gute Frage. Ein Königreich für eine ordentliche Karte. Dina, los! In Ordnung. Nur zu, ich komme zurecht. Wir müssen jetzt einmal fast rum sein. Glaube ich, oder? Ist auch wieder eine halbe Stunde rum. Wir haben in dieser Folge zwar irgendwie nichts Sinnvolles gemacht, aber ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen Break und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bye-bye!